Moin, willkommen bei Affenfratze. Ich habe heute Besuch von Erika und von Martin, die ein schönes Projekt in Oldenburg hier starten. Ihr nennt das selber Pen and Paper, nee, D&D Escape Room. DSA und Fantasy. DSA und Fantasy. Also das schwarze Auge. Ja, ich komme immer durcheinander. Und ich habe mir die eingeladen, um einfach mal ein paar Fragen über dieses Projekt zu stellen. Seit wann plant ihr dieses Projekt? Das interessiert mich. Also bekannt habe ich das, glaube ich, gesehen im September irgendwo das erste Mal. Und danach, davor konnte ich jetzt nichts finden. Aber ihr habt, die Genehmigung hat wenige Monate gedauert. Ja. Ja. Ist noch eher nett ausgedrückt. Ja, tatsächlich. Also insgesamt sind wir da seit letztem Jahr Mai dran. Da kam so das erste Mal die Idee. Auch irgendwie ganz spontan. Da, ich weiß nicht, vielleicht haben wir gerade ein paar Tage vorher ein Escape Room gemacht selber und dann, wir spielen halt schon lange DSA und dann sind wir irgendwie zufällig darauf gekommen, Mensch, so ein DSA Escape Room wäre doch eigentlich ganz cool. Und ja, dann haben wir das so ein bisschen geplant, so nebenher. Ich habe dann auch noch gearbeitet Vollzeit, er arbeitet immer noch, aber im Dezember habe ich dann gesagt, ne, kein Bock mehr auf die Arbeit, jetzt will ich den Escape Room richtig machen. Habe dann gekündigt. Das heißt, seit Januar mache ich den Escape Room jetzt Vollzeit und genau, seitdem hat das Fahrt aufgenommen. Ja, ja, definitiv. Und seit August haben wir die Immobilie, was dann auch tatsächlich langsam real und anfassbar wird. Genau, und deswegen na, die Genehmigung wenige Monate, da sind wir der Stadt Oldenburg sehr dankbar tatsächlich. Ja. Ja, auf alle Fälle. Also man hört ja von anderen Baugenehmigungen, die ja Ewigkeiten dauern, dann scheint es ja doch schon recht zügig gegangen zu sein. Auf jeden Fall, ja. Das klingt so ein bisschen wie andere bei Bier und Schnaps eine Band gründen wollen. Gibt es jetzt den Escape Room? Ja. Ja, mehr oder weniger. Es war nicht ganz so viel Alkohol im Spiel, aber doch, ja. Das stimmt. Aber die Räume, habe ich ja gelesen, die gestaltet ihr jetzt ja komplett selber von Grund auf. Also ich glaube auch, für den Bereich gibt es ja auch wahrscheinlich keinen Anbieter, um sowas einzukaufen. Doch, Escape, doch, doch. Das viele. Gibt es? Ja. Also ich kenne das ja von den normalen Escape Rooms, der Raum so und so. Wenn du den irgendwo in Deutschland spielst, ist es ja von diesem Anbieter ganz häufig, dass sie sich halt ähneln. Ja, das meinte ich. Also, achso, ja. Aber das schwarze Auge jetzt so darauf gemünzt, natürlich auf dieses... Ja. Dieses Rollenspiel-Element ist ja dann doch schon sehr speziell. Da gibt es wahrscheinlich keinen Anbieter zu. Nee, das stimmt. Nee. Also es gibt noch einen dieser Escape Room in München bei Kaufbeuren und Gilching. Die haben aber nichts mit uns zu tun und die verkaufen ihre Räume auch nicht, soweit ich weiß. Ach, crazy. Ja. Ja, das habe ich noch nicht mal gefunden. Also ich habe tatsächlich nur jetzt nach euch geschaut, weil mich das ja interessiert hat, weil es ja auch um eine Ecke ist jetzt von hier aus gesehen. Total spannend. Also wir gehen auch gerne in Escape Rooms und da werden wir uns doch wahrscheinlich auch auf alle Fälle sehen. Sehr gut. Der erste Raum ist fertig. Wie lange habt ihr da? Der ist nicht fertig. Der ist nur angekündigt und hat schon den Namen Leichte Beute bekommen. Genau. Also die Geschichte und die Rätsel stehen schon fest. Der ist auch schon im Bau. Wir haben schon das erste Mal eine Trockenbauwand gebaut, wir beide. Und sie ist gerade und sie steht noch. Also gar nicht so schlecht. Genau, wir haben schon Möbel gekauft, Tapeten und so. Ja, geplant ist, dass wir im Dezember schon mal Gruppen haben zum Playtesten. Also da sollte er so grob fertig sein und dass wir dann im Januar richtig eröffnen. Ach schön, das wäre auch die nächste Frage gewesen, wann geht's denn los? Genau, ja, also die Webseite steht jetzt auch seit letzter Woche. Mhm. Man kann schon Gutscheine kaufen, genau, aber dann richtig Raum buchen kommt dann im Januar wahrscheinlich. Mhm. Und der erste Raum ist für... Zwei bis sechs Leute. Ihr habt auch geschrieben, wenn man mit 7, 8 Leuten ankommt, lasst ihr euch eine Lösung einfallen? Ja, wir gucken mal. Sorry, ich rede die ganze Zeit. Mach du mal. Also unser Raum ist 50 Quadratmeter groß. Das ist eigentlich ausreichend Platz für 8 Leute. Da gibt es so Branchenstandards von 4 bis 5 Quadratmetern pro spielender Person, die man haben sollte. Das haben wir also locker, aber aus eigener Erfahrung ist es eher nicht so cool, mit 8 Leuten einen Escape Room zu machen. Ja, dann verpasst man viele Rätsel und kriegt gar nicht so richtig mit, was an den anderen Ecken passiert. Deswegen wollen wir uns da eigentlich erstmal auf 2 bis 6 begrenzen. Wenn dann aber trotzdem eine große Gruppe kommen will, dann wollen wir die auch nicht abweisen. Das war ja auch den Punkt Firmen-Events oder Firmen-Dings, das fand ich ja natürlich auch ganz interessant. Und Firmen sind ja meistens...
ein bisschen größer, ja, so, ne? Genau. Wo ich dachte, ja, da plant ihr ja dann ja auch noch was. Ja. Das wird dann wahrscheinlich dann auch sehr spannend sein. Ja, das ist genau im Laufe des nächsten Jahres irgendwann geplant. Da haben wir tatsächlich eine Kooperation mit dem Stellwerk 360 geplant. Das ist so eine Coaching-Agentur, also da sind ja Coaches. Genau, das heißt, da haben wir dann auch Leute vom Fach, die Ahnung haben. Und da würden wir dann auch ja, verschiedene Pakete anbieten, je nachdem, was die Firmen wollen, dass sie dann halt auch richtig quasi eine Schulung machen können mit den Coaches zusammen nach dem Spielen. Ach. Genau. Aber das also ist noch. Das kommt noch, genau. Aber also wir treffen hier gerade einen frühen Zeitpunkt, ja, sozusagen des schnellen Projekts. Das ist aber auch schön, ne? Da kann man auch so Fragen stellen, die dann unangenehm werden. Da können wir aber gar nicht beantworten. Ja. Barrierefreiheit wurde schon getestet, das fand ich auch super interessant. Also, dass das auch direkt im Blick mit war, dass das halt eben auch funktioniert. Ja, wir haben das Glück in der Immobilie, du kennst ja vielleicht, waren vorher die, nicht die Johanniter, sondern die Malteser drin, genau. Insofern ist das auch im Erdgeschoss liegend und die haben auch schon ein bisschen drauf geachtet, dass das barrierefrei ist. Und das wollten wir eigentlich dann auch ausnutzen und schauen, dass wir das möglichst zugänglich für alle Personen zum Spielen hinbekommen. Und glücklicherweise passt mit den Türen alles. Wir haben auch ganz, ganz gutes Feedback bekommen, was so die Höhe angeht, in der man dann mit Rätseln interagieren kann und sollte. Das darf ja auch nicht ganz oben unter der Decke sein. Genau, also ja, das ist schön, dass die Räumlichkeiten die Chance bieten und das wollen wir dann natürlich auch so umsetzen. Ja, das, ich finde das echt sehr gut. Also ich bin ja gelernter Heilerziehungspfleger, also ich komme halt eben aus dem Bereich und weiß auch, wie schwierig das ist, Aktivitäten halt zu finden. Ne? Und ja. Das ist schön. Wir hatten auch extra jemanden gefragt, die ist dann in einem E-Rolli gekommen, ist alles durchgefahren, hat mir halt auch Tipps gegeben, also wie mir so gut es geht. Und ich stehe auch mit dem, ich habe jetzt den Namen nicht, das ist nicht das Hörzentrum, aber Leute, die halt mit Gehörlosen arbeiten, da gucken wir auch, dass solche Personen auch mitspielen können, dass wir zum Beispiel nicht nur auditive, sondern auch visuelle Cues immer geben, dass halt Leute, die eben einen Ping nicht hören, dann halt eben was sehen. Genau. Ach, das ist ja auch cool. Wir tun unser Möglichstes. Mal schauen, wie gut uns das gelingt. Ja, ja, aber echt, also schon die Ambition finde ich schon sehr löblich auf alle Fälle und sehr cool. Jetzt muss ich noch einmal nachlesen. Den ersten Raum ist ja jetzt noch nicht ganz fertig. Was glaubt ihr, wie viel Zeit ihr da reingesteckt habt? Also vom... So der Aufbau oder auf, alles? Einfach mal alles. Und ob ihr euch das so vorgestellt habt zeitlich. Oder so, oh, das dauert doch länger als gedacht. Ja, das dauert länger als gedacht. definitiv. Also das ist schwer zu sagen, weil wir ja nicht Vollzeit an dem Raum arbeiten. Ich versuche halt abends nach der Arbeit oder am Wochenende dann möglichst viel Zeit da drin zu verbringen und du hast gerade mit Marketing und Webseite auch mehr als genug zu tun gehabt, aber alleine die Konzeption der Rätsel und des Ablaufes, wie der Raum laufen soll, das sind schon mehrere Wochen Arbeit gewesen und insgesamt, also ich würde sagen, da kommt schon ein halbes Personenjahr zusammen. Boah, das insgesamt. Ist schon echt viel, ne? Gab es dann auch mal so, ich habe hier die Idee, kannst du das umsetzen oder andersrum? Also du hast die Idee, kannst du das so umsetzen? Nein. Also meistens ist es so, dass ich sage, oh, dann können wir das so und so machen. Und er meint, ja, aber das ist doch bestimmt voll schwierig. Dann meinte ich, ach, nee, das geht schon. Bis jetzt hat alles geklappt, mehr oder weniger, mit ganz viel Flüchen. Aber es hat bisher alles geklappt. Bis jetzt hat es geklappt. Manche Technologien habe ich zu schätzen gelernt. Magnetsensoren sind toll. RFID-Chips sind eine fürchterliche Katastrophe. Aber die kriege ich auch noch irgendwann in den Griff. Also. Ach, sehr schön. Aber ich freue mich drauf. Also ich muss auf alle Fälle dann nächstes Jahr zu euch kommen. Ich habe ja noch so ein bisschen auch über euch natürlich gelesen und eure Alter Egos. Könnt ihr die ad hoc aufsagen und die Namen? Also ich fand die sehr lang und ich dachte, ich kann mir das nicht merken. Müsste ich überlegen. Also ich bin die wohlgelehrte Dame Silana Arcana De Dominata et Controllaria, erste gezeichnete.
Freundin der Weißen Gilde und ich glaube noch irgendwas. Mehr weiß ich aber nicht. Aber Selana reicht. Ja, mein alter Ego ist Selo al-Hashina ibn Kasan von Beilung. kommt aus den Tulamidenlanden, wer das kennt. Und ist noch kein Gezeichneter, hat sich aber inzwischen durch viele traumatische Erlebnisse dazu entschlossen, ein Geweihter zu werden, der Kriegsgöttin Rondra. Oh, sehr cool, dass ihr das könnt. Also ich sag's, also wenn ich mal Pen and Paper spiele, dann habe ich so Namen wie Adam Smith oder so was. So total, total einfaches zu merken. Ne? Und dann habe ich das gelesen und dachte, wow. Ja, man fängt natürlich an. Also ich war vorher auch nur Selana Bachenthal und dann kamen halt immer mehr Titel dazu. Ne? So entwickelt sich das. Ist ja auch schon mit ich glaub, so lange habe ich noch nicht gespielt. Also es war immer so, meistens so One-Shots oder ja. Sowas. Ne? Ist halt eben auch schwierig hier. Personen zusammenzubekommen ja. Und das auch immer regelmäßig. Ja, wir spielen die gezeichneten Kampagne schon ein bisschen länger. Also das ist ein längeres Projekt. Da sind wir schon einige Jahre dran. Das klingt auf alle Fälle so. Hm. Was ich noch interessant war, ihr habt eine Altersbeschränkung ja ab 14 Jahren. Woher kommt das? Ist das eine Vorgabe, die es gibt oder? Mehr oder weniger random ausgedacht. Also oder? Ja, also in den ersten Raum gibt es keine Elemente, die so gruselig wären, dass das nicht auch für Jüngere okay sein könnte. Vielleicht kommt das eine oder andere dazu, weiß ich noch nicht. So ganz fertig ist sie ja noch nicht. aber ich glaube, die Rätsel, die wir dann uns ausgedacht haben, haben schon eine gewisse Komplexität. Und da dachten wir, okay, ich glaube, 10, 11, 12-Jährige hätten da nicht so richtig viel Spaß, weil uns Aventurien halt auch sehr am Herzen liegt. Also es muss niemand das schwarze Auge kennen, um den Raum zu spielen, aber wir wollen immer eine Geschichte aus Aventurien erzählen. Und da ist natürlich viel drumrum dann auch und vieles versteckt in den Räumen, sodass wir dachten, okay, also so ab 14 können wir uns das ganz gut vorstellen, aber es ist tatsächlich ein Bauchgefühl. Ja, okay. Ich dachte vielleicht so storytechnisch irgendwie wird es blutig oder so und dann sagt man, ah, vielleicht nicht. Weiß man noch nicht. Wer weiß, wer weiß. Könnte noch kommen. Ja, genau. Aber auf jeden Fall sind wir da generell am Anfang ganz viel am Ausprobieren und da ändert sich auch bestimmt noch einiges. Von daher ist nichts in Stein gemeißelt. Also, wir reden ja immer noch über den ersten Raum von drei, die geplant genau. sind. Mhm. Zwei sind ja noch mit Frettchen belegt sozusagen. Ja. Wurde das Frettchen als Logo gewählt wegen Cookie? Woher kennst du? Naja, ich habe mir eure Social Medias angeguckt. Ah, okay. Ah, genau. Also also wir haben Frettchen. Drei Stück. Frettchen sind cool. Also deswegen musste ein Frettchen schon mal ins Logo. Das war eigentlich klar. Und genau, Zumpflingenfrettchen heißen wir, weil wir eine Taverne darstellen wollen, weil halt klassisch sich eine Abenteuergruppe ja in der Taverne trifft und dann ins Abenteuer auszieht. Deswegen wollten wir halt diese Taverne sein, wo sich die Gruppe trifft und dann eben ja, ins Abenteuer auszieht. Ja, deswegen sind wir die Taverne zum Klinkenfrettchen. Und deswegen wird der Empfangsraum dann natürlich auch eine aventurische Taverne sein. Ja, also ich bin gespannt. Also das klingt auf alle Fälle sehr cool. Nee, ich habe tatsächlich einmal als Cookie bei den LED-Stripes, ja, glaube ich. Genau. Da sitzt sie, oder er, ich weiß es gar nicht. Sie, ja. Sie, und da steht dann ja auch Cookie. Deswegen konnte ich mir da merken. Ja, sehr gut, ja. Ihr wart jetzt auf den Oldenburger Spieletagen in der VHS und ihr wart ein oder zwei Tage da? Ein Tag. Ein Tag. Ein Tag. Nur zweieinhalb Stunden oder so? Ja. Ja. Ja, genau. Da haben unsere Rollenspielverpflichtungen nicht erlaubt, dass wir den ganzen Tag da sind. Sonst hätte unser Meister gemeckert. Ja. Ah, okay. Gab es da irgendwelche Fragen, die, wo ihr dachtet, ja, das ist super interessant, dass auch, dass das breiter kommuniziert wird? Also wir nutzen jetzt hier die Möglichkeit, dass es halt eben ein Video ist, wo ihr sagt, wow, das war eine Frage, da haben wir vorher nicht drüber nachgedacht. Das ist super interessant. Also es kamen ganz viele Fragen von Eltern natürlich, ab wann das Spiel ist. Ansonsten haben einige gefragt, ob man DSA kennen muss oder meinten schon, na, mit Rollenspiel habe ich nichts am Hut oder so. Man muss natürlich bei uns nicht Rollenspiel gespielt haben oder damit Erfahrung haben, es ist natürlich schöner, aber es ist keine Voraussetzung. Ansonsten war, glaube ich. Also, was wir gemerkt haben, wir hatten ein kleines Exponat dabei, um so ein bisschen
Rätsel neugierig zu machen. Und was wir gemerkt haben, ist, dass die Leute oder manche Leute dazu neigen, Rätsel sehr viel von aus eigener Motivation sehr viel schwieriger zu gestalten, als sie eigentlich gedacht sind. Also die haben Details in unserem Rätsel gefunden, an die keiner von uns gedacht hat. Das wird ganz sicherlich auch nochmal eine Herausforderung. Ja. War das ja diese wahrscheinlich diese leuchtende Box gewesen, die ihr gezeichnet habt, die ihr dabei hattet? Ist das ein RFID-Chip-System? Ja. Daher kommt so der kleine Hass. Der große Hass. Ja, das ist, die hat erst am Abend vorher halbwegs gut funktioniert. Das war ein bisschen hart. Also da hat man dann auch wenig Schlaf wahrscheinlich gehabt, bis das funktioniert. Also Schlaf ist wahrscheinlich jetzt sowieso mit dem Aufbau und Wochenende da, nach der Arbeit da, doch schon sehr... Zumindest ist die Freizeit ziemlich eingeschränkt. Ja. Das glaube ich. Also ich stelle mir das auch super schwierig vor. Ihr macht ja wirklich alles selber. Ich habe noch nie irgendeinen Bauhelfer oder irgendjemand gesehen, der was anfertigt. Oder ihr holt euch ja Hilfe dazu, hatte ich gelesen. Als es um diese Schlüssel geht zum Beispiel, unter fachmänniger Anleitung habt ihr die erstellt. Wir haben zwei Kulissenbau-Workshops gemacht bei einem Tischler. Ach. Genau, da haben wir Trockenbau gelernt und dann auch eine individuelle Tour mit diesen Schlüsseln eben angefertigt. Das war echt cool, ja. Das war auch voll nützlich und hat auch so ein bisschen die Scheu genommen vor dem Werkzeug in die Hand nehmen. Das war echt nice. Ja. Ja. Jetzt lassen wir vielleicht einen Tischler die letzten Trockenbauwände machen, einfach weil die Zeit sonst ein bisschen knapp wird und das Dinge sind, die man abgeben kann. Aber so das ganze Rätseldesign und das Design der Props machen wir vollständig selbst. Das können wir auch nicht gut abgeben. Oder wir wollen es auch nicht einkaufen, weil uns der aventurische Flair da zu wichtig ist. Ja. Also da steckt einfach das Herzblut drin, das ist eure Welt und die möchtet ihr halt eben auch so präsentieren, wie ihr sie erlebt. Ja. Das finde ich auch super spannend. Also ihr habt ja wirklich keine Möglichkeit, Sachen wirklich einzukaufen, wie andere Escape Room Anbieter das halt eben machen und ich finde das beeindruckend tatsächlich. Also die Motivation muss man auch haben, das auch so lange durchzuhalten nach Wochen und nach, man wird ja auch wahrscheinlich Fehlschläge haben. Wir haben ja schon von der RFID-Box gehört. Das heißt, dass ja auch so ein bisschen die Frustrationstoleranz wächst oder wächst die nicht? Es ist ja wie ein Muskel, den man trainiert, glaube ich. Also ich bin noch in der Phase des Muskelkaters. So richtig gewachsen ist sie noch nicht. Ordentlich ausgereizt auf jeden Fall schon. Aber ich glaube, das wird mit der Zeit dann schon. Ja. Habt ihr euch denn schon Öffnungszeiten überlegt? Also die konnte ich noch nicht finden. Grob. Da haben wir uns eigentlich auch an den anderen Escape-Räumen orientiert. Grob. Unter der Woche 15 bis 22 Uhr, weil 22 Uhr ist ja Nachtruhe, da muss man ja muss ja Schluss sein. Und am Wochenende dann auch früher, vielleicht so ab 11. Genau, und wenn es dann mit den Firmen losgeht, dann auch unter der Woche morgens oder Mittag. Genau. Geplant ist, dass du deinen Job behältst oder dann auch irgendwann sagen kannst, das kommt drauf an, wie gut es läuft. Also es gibt so, oder wir haben von anderen Betreibenden die Weisheit gehört, man braucht drei Räume. Der erste Raum bezahlt die Miete des Objekts, der zweite Raum bezahlt die Mitarbeitenden, die man dann so hat, um Spielleitung zu machen. Und erst ab dem dritten Raum gibt es ein bisschen Gewinn für einen selbst. Und ob das dann für beide reicht, sei mal dahingestellt, das müssen wir schauen, wie es läuft. Da wir auch noch ein Haus gekauft haben letztes Jahr, werde ich meinen Job erstmal nicht aufgeben. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Vielleicht macht das ja so viel Spaß und dann irgendwann auch so viel Erfolg, dass es nicht bei drei Räumen bleibt, sondern wir irgendwann größer werden. Aber irgendwann der führende Marktherrscher über die DSA-Räume, die dann weiterverkauft werden nach ganz Deutschland. Wäre ja eine Möglichkeit. Fände ich nicht schlecht. Jetzt sehen wir mal zu, dass wir den ersten Raum kriegen. Noch keine Allmachtsfantasien, bitte. Lass uns erstmal den ersten Raum fertig machen. Oh, das finde ich schön. Das heißt, das wird halt eben sozusagen, die Hauptzeit wirst du dort verbringen und deine Wochenenden sind dann gestrichen oder? Ja. Ja, doch. Also bis das so den
Betrieb so weit aufgenommen hat, dass wir wissen, dass die Dinge, die wir gebaut haben, stabil und solide funktionieren und nicht nach zweimal Spielen kaputt gehen und wieder repariert werden müssen. Und sobald wir Leute haben, Spielleitungen, die das übernehmen können und das auch mit der entsprechenden Rollenspielbegeisterung umsetzen, das wird sich noch ein bisschen ziehen, glaube ich, und bis dahin gibt es nicht so viel Freizeit. Ja. Das glaube ich. Habt ihr da schon jemanden im Petto hinten, also für Rollenspielleitungen, die das dann übernehmen, wenn man das ja selber viel spielt? Kennt man ja auch mehrere Leute aus dem Bereich. Tatsächlich ja. Ich habe bei Reddit mal ein paar Posts gemacht und da hat mich jemand angeschrieben und meinte, hey, ich wohne im selben Haus. Braucht ihr vielleicht jemanden? Und die kam dann mal vorbei und die spielt noch kein DSA, aber D&D. Und daher ist da schon Rollenspielerfahrung da. Also, wir hätten da schon jemanden. Ist aber nicht die Würfelschubserin, oder? Nee. Weil da hatte ich auch bei Reddit gesehen, du bist auch überall. Ne? Sie ist auch tatsächlich überall. Mit der habe ich ja auch schon das Vergnügen gehabt zu spielen, online beim Schlachtenwüter. Ja, oh nice. Die ist und cool. Super nette Person. Ja. Ne? Also, wirklich cool, was sie auch mit diesem Discord auf die Beine gestellt hat. Ja. Da habe ich noch keine Werbung von euch gesehen, aber ich habe sie übersehen. Doch, ganz viel. Wir hatten die ganzen Vorstellungsposter. Ich bin einfach bei zu vielen Discords angemeldet, die meisten sind so stumm geschaltet. Okay, da ist mal wieder was Neues, da könnte ich gleich mal drauf gucken. Ja, nee, da waren wir auch. Ach, sehr schön. Ja, das waren eigentlich tatsächlich schon meine Fragen. Also, nee, eine Frage habe ich noch. Kann man bei euch mit Bargeld bezahlen? Ich war mir jetzt nicht mehr so sicher. Dukaten sind zu schwer, habe ich gelesen. Ja. Nee, Bargeld hätten wir gerne eigentlich nicht. Eigentlich nicht, schließt es jetzt erstmal nicht aus. Also wenn jetzt 70% der Leute sagen, weißt du, ich würde jetzt gerne mit Bargeld bezahlen, dann würde ich es vielleicht mir nochmal überlegen, aber eigentlich habe ich da keine Lust drauf. Weil, nee. Also das Ding ist ja sowieso, dass der Raum eigentlich vorher gebucht werden muss, weil wir ja auch eine Zuteilung machen müssen, wann eine Spielleitung da ist. Wir sind ja nicht im Normalfall regulär offen wie ein normales Geschäft, wo man einfach reinläuft, weil es halt Fußkundschaft hat man ja eher nicht so bei einem Escape Room. Insofern sind die Räume eigentlich alle vorab gebucht und wir haben dann vor Ort auch eine Möglichkeit für Kartenzahlung, wenn es mal spontaner ist. Genau, Bargeld ist eher so, ja, schauen wir mal. Ist ja auch immer bei den Deutschen so ein Streitthema, ne? Ja. Bargeld, also ich bezahle eigentlich immer mit EC-Karte. Ja. Letztes war ich auf dem Konzert, da konntest du sogar das Bier mit EC-Karte bezahlen. War vielleicht auch ein bisschen anstrengend, weil es hat gedauert. Ne? So etwas angetüdelte Leute, die dann versuchen, EC zu bezahlen, hat gedauert. Aber das fand ich auch noch ganz interessant. Habt ihr einen Parkplatz eigentlich an dem Gebäude hinten dran? Oder? Wir haben 4 Parkplätze, die zu uns gehören. Mhm. Genau. 3 normal und einen, der ein bisschen größer ist. Da würde ich sagen, der ist für Menschen mit Behinderung. Genau, die sind einfach direkt, wenn man auf die Auffahrt drauf fährt. Jo. Das ist ja auch gut zu wissen. Ne? Ist ja auch immer für Oldenburg so, gibt es einen Parkplatz, gibt es keinen Parkplatz. Ja. Und das ist ja dann schon mal ein Pluspunkt, dass es Parkplätze gibt. Sind wir auch sehr froh drüber. Weil das ist ja, also zum Beispiel, ich habe es ja relativ nah an die Innenstadt, ich laufe. Mhm. Mit dem Auto hätte ich keine Lust, so viel Geld zu bezahlen. Nee. Ich glaube, dann bin ich tatsächlich mit meinen Fragen durch. Ja. So viel habe ich gar nicht. Da kommt ja noch jede Menge auf alle Fälle. Und habt ihr etwas, was ihr noch erzählen wollt? Ihr habt noch den linken Finger... Vorteil. Vorteil. FFF. Der FFF, der ist auch noch da. Ein paar wenige sind noch da, die kann man sich noch sichern. Genau. Das heißt, es gibt 20% auf 50 Euro. Genau. Über unsere Webseite. Und natürlich kann man auch normale Gutscheine so kaufen. Wenn noch jemand ein Weihnachtsgeschenk braucht. Ja. Definitiv. Also. Ja, wir versenden die auch so richtig mit Siegel und so, wenn man das haben möchte. Der Botenreiter nennen wir das. Genau. Und sonst folgt uns auf Social Media. Ja, ich werde das alles einmal unten im Infotext auf alle Fälle verlinken. Und wenn ihr noch Fragen habt, ich komme jetzt nicht nochmal vor die Kamera, dann dürft ihr die natürlich auch gerne stellen. Ich werde die dann weiterleiten, beziehungsweise werde euch dann einfach mal bei Instagram schreiben, schaut mal, da gibt es noch eine spezielle Frage, die wir jetzt nicht erörtert hatten. Ja. Und ansonsten hoffe ich, hattet ihr viel Spaß bei dieser anderen Art von Video mal, die ich ja sonst nicht mache. Und ich wünsche noch einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Ciao.